Guten Tag, Pascal. Hallo Marius. Heute habe ich wieder eine Frage im Gepäck. Ja. Und zwar benutze ich schon sehr lange die PQ-Formel, um quadratische Gleichungen zu lösen. Genau. Allerdings ist die Herleitung, haben wir damals in der Schule, glaube ich, gemacht, aber das ist schon so lange her, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Mich würde jetzt doch mal interessieren, wie man auf die PQ-Formel kommt, wie man die Ah ja, herleiten kann. okay. Ja, das ist ein zentrales Thema. Am besten schreibst du mal oben hin, wie funktioniert die PQ-Formel. Und ich denke, für so zentrale Themen, na, da machen wir mal eine Kerze an. Denn, hui. Das ist wirklich eine zentrale, fundamentale Sache in der Mathematik. Ja, die funktioniert, die PQ-Formel. Ich schreibe sie mal kurz auf. X Quadrat plus Px plus Q gleich 0. Das ist nicht die PQ-Formel, sondern das ist die Gleichung, auf Gleichung, die das zu lösen gilt. die PQ-Formel angewandt wird. Und gefragt sind jetzt die Lösungsmenge. Also für welche x ist diese Gleichung wahr? In Abhängigkeit von P und Q. Deshalb auch PQ-Formel. Ja, und da gibt es einen kleinen Trick, den man sich, mit dem man die PQ-Formel recht leicht herleiten kann. Wir wollen sie jetzt auch richtig herleiten. Das heißt, ich werde sie jetzt nicht erst schon mal das Ziel hinschreiben, sondern wir entwickeln das jetzt und sehen dann selber, was rauskommt. A plus x oder auch x plus a. Also weil das Kommutativgesetz gilt, kann ich das auch so rumschreiben. Ist gleich x Quadrat Ah, das ist die erste binomische binomische Form Formel. plus 2ax plus a Quadrat. Oder auch xa in dieser Reihenfolge kennt man es, aber auch in der Multiplikation gilt das Kommutativgesetz. Das heißt, die Reihenfolge der Faktoren ist irrelevant und ändert nichts am Ergebnis. Ja, und wenn man sich die mal anschaut, dann sieht man, die sieht ja schon ähnlich aus wie die Gleichung hier oben. Wir haben am Anfang x Quadrat, dann haben wir irgendwas mit x und dann haben wir einen Term komplett frei von x. Und durch diese Umformung haben wir natürlich eine wesentlich einfache Darstellung dieser Gleichung, weil wir hier einfach die Lösungsmenge bestimmen können, ne? Da ist die Lösungsmenge einfach Ja. minus a plus a ist 0. Also hilfreich das Ganze. Was wir uns jetzt also fragen müssen, wie können wir das benutzen? Und dazu schauen wir uns einfach mal diesen zweiten Summanden an, also den Koeffizient. Auf der oberen Seite haben wir ein p stehen und hier haben wir 2a. Ja? Passt man hier auch oft mit dem A auf, das sieht so ein bisschen aus wie ein Q. Ja, das ist ein a. Daraus folgt für unser a hier unten haben wir p halbe. P halbe. Ja, Division durch 2 und Vertauschung. Schauen wir also mal, was für x plus p halbe zum Quadrat herauskommt. Wir haben uns das Ganze so zurechtgelegt, dass wir die ersten zwei Summanden schon kennen. Wir haben das so gebaut, dass hier px rauskommt. Also das müssen wir nicht groß überprüfen. Aber was haben wir als drittes Glied? Da haben wir noch nicht geschaut. Ja gut, das ist das Quadrat von p halbe. Ja, jetzt wollen wir irgendwie diese Gleichung mit so einer quadratischen Klammer hier ausdrücken. Das heißt, hier haben wir ein Q und hier haben wir p halbe Quadrat. Um also das auf diese Form zu bringen, müssen wir von dem Teil hier das hier abziehen. Dann haben wir nur x Quadrat plus px. Dann haben wir Ja. diesen Teil und dann noch das Q hinzuaddieren. Also ich schreibe jetzt erstmal die Zeile von ganz oben ab. Gleich x plus
P halbe Quadrat. Das ist jetzt also dieser Teil. Mhm. Jetzt ziehen wir das hier ab, weil das können wir nicht gebrauchen. Das haben wir da oben auch nicht. Okay. Dieser Teil wäre jetzt also identisch mit x² plus px. Und jetzt müssen wir das q natürlich noch übernehmen. Okay. Und das Ganze ist 0. Ja gut. Jetzt ist es, haben wir ein einfaches Spiel. Die zwei schmeißen wir auf die rechte Seite rüber, diese zwei Summanden. Erhalten also x plus p halbe Quadrat gleich p halbe Quadrat minus q. Mhm. Und um jetzt das weiter vereinfachen zu können, müssen wir die Wurzel ziehen. Und dabei müssen wir beachten, dass wir hier nicht einfach nur die Wurzel ziehen, sondern wir wollen eigentlich wissen, ich kann das mal kurz an einem Beispiel demonstrieren. Wir haben hier sowas Ähnliches stehen wie, ne, x ist vielleicht blöd, ich nehme jetzt einfach mal, wie kann ich das noch zu einem anderen Buchstaben machen? Welcher Buchstabe eignet sich hier? X. Y. Y. So. Nee, das geht in die andere Richtung. Mache ich einfach mal z Quadrat gleich 4. Wenn ich diese Gleichung hier habe, dann wissen wir, z also ist zwei plus und minus 2. Denn eine negative Zahl quadriert ist ja wieder positiv. Das heißt, wenn wir hier sagen, okay, wir haben hier ein Quadrat, gucken wir mal, was ist denn dann x plus p halbe? Soll ich ein bisschen länger machen, den Strich hier? Ja gut, da haben wir plus minus. Die Wurzel ist ja stets positiv definiert, also auch den negativen Teil dieser Wurzel. P halbe Quadrat minus q. Und jetzt steht eigentlich schon fast die PQ-Formel da. Wir müssen nur diese P halbe hier noch auf die rechte Seite rüberbringen. Also haben wir x gleich minus P halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Wir haben ja plus minus. Mhm. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Viele schreiben dann auch 1, 2, sagen, es gibt 2x, für das das Ganze gilt. Ja. Du wolltest den Stift? Ja, ich wollte hier das noch hier ein bisschen schöner machen. Ah, prima. Wenn ich dich nicht hätte, Pascal. Oder hier. Das sieht ja aus wie bei den Hottentotten. Ja, aber ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Was wir uns jetzt an dieser Formel anschauen können, ist zum Beispiel, ja, wann hat diese Gleichung hier oben eigentlich überhaupt eine Lösung und wann nicht? Denn wie gesagt, die Wurzel ist auch nur für positive Zahlen definiert oder für Zahlen größer gleich 0. Für die reellen Zahlen. Bei den reellen, auf, in dem Raum der reellen Zahlen oder auf dem Körper der reellen Zahlen, ja. Das bedeutet, wenn hier was Negatives unter der Wurzel steht, kann es schon mal keine Lösung geben. Mhm. Wenn also q größer ist als p halbe Quadrat, dann gibt es keine Lösung. Und es gibt nur genau eine Lösung, wenn hier eine 0 drunter steht, weil dann ist plus minus 0 ist ja identisch. Ja. Und zwei Lösungen, es kann also drei Möglichkeiten gibt es. Es gibt keine, eine oder zwei Lösungen. Das können wir auch uns ein bisschen grafisch veranschaulichen. Wir kennen ja, man kann ja auch Funktionen hier aufstellen und wenn wir eine Funktion aufstellen und die 0 setzen, dann ist das nichts anderes als die Nullstellen berechnen. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel, wir kennen alle x², das ist die Normparabel, plus 4 jetzt zum Beispiel. Bei 4 haben wir, also wir haben hier gar kein p-Glied in der Mitte. Das heißt, wir haben 0 minus 4. Die Wurzel aus minus 4 ist nicht definiert im Raum der reellen Zahlen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann ist das eine Normparabel, die um 4 nach oben verschoben wird. Hui, das war jetzt nicht so schön gemalt, aber hier wäre dann unsere 4. Und wir sehen tatsächlich, die schneidet kein einziges Mal die x-Achse. Wenn wir hier eine 0 haben, dann wäre die, also wenn wir einfach nur x² haben. Dann wird es gerade berühren. Da würden wir gerade die Normparabel hier, hätten wir eine Lösung. Und ansonsten gibt es irgendwo einen Schnitt. Allgemein sei vielleicht noch schnell zwei bemerkt. Genau, zwei Schnittpunkte. Allgemein sei bemerkt, diese Form hier ist immer eine verschobene Normparabel. Sie ist nie gestreckt oder gestaucht, immer nur verschoben. Okay. Okay, die Zeit. Alles klar. Zeit rennt uns davon. Vielen Dank. Fragst du nächstes Mal nach, da gucken wir uns vielleicht die ABC-Formel an. Aber jetzt machen wir mal Schluss. Danke, Pascal. Jo, tschüss.